Hey, hallo, was machst du denn hier? Das ist hier meine Redstone-Welt. Ja, ich glaube, ich zeige euch mal das Ganze hier ein bisschen. Ja, hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute meine coole Redstone-Welt zeigen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen jetzt nicht so lang rum herum und ich zeige euch gleich mal, wie das Ganze hier ein bisschen aussieht. Und wir fliegen ein bisschen herum und ich hoffe mal, dass die ganzen Sachen dann hier auch dann in der 1.13 funktionieren werden. Ja, nun auf geht's. So, und ich bin jetzt nun mal an irgendeine Ecke gefahren hier. Ich muss sagen, es ist hier alles einfach vollgestopft mit Schaltungen. Manche funktionieren einfach nicht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach das Ganze hier mal an. Die meisten wurden in Videos vorgestellt. Jetzt nicht alle, aber ja, dann haben wir hier mal einen ganz einfachen Lift, welchen man holen kann. Hier kommen wir schon hoch. War mal eine ganz coole Schaltung hier, wenn ich mir das noch so in Erinnerung rufe hier. Einfach ein Zweifach-Piston-Extender und die Schaltung herum ist ziemlich einfach zu bauen, gefällt mir ganz gut. Was haben wir hier? Eine Pistentür auch wieder. Mit Sand, ja, die ist auch cool. Das sind eine meiner Lieblingsschaltungen hier hervor. Und zwar, hier klicken wir rauf. Es geht runter. Und geht wieder rauf. Da können wir einen schaltbaren Brunnen hier bauen. Und das Ganze ist jetzt auch wieder so recht einfach zu bauen gewesen. Hier haben wir den Schalter. Mit dem schalten wir einfach zuerst diese Piste, dann die andere. Und damit geht das sozusagen raus und wird getriggert. Das andere Signal sorgt dafür, dass er ganz länger kurz noch herausbleibt und dadurch funktioniert das Ganze dann. Und diese Schaltung gefällt mir persönlich, ja. Das ist einer meiner Favoriten. Ja, das ist auch wieder mal eine ganz geile Sache gewesen. Ja, das war auch wieder mal eine ganz geile Sache. Die Disco. Hier haben wir eine Glock, können reingehen. Und bam, 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 bam. So, ja, und ich würde sagen, ja, das ist Rippstange hier. Wow. Ja, ich würde das wieder ausschalten und ich würde sagen, wir schauen gleich weiter, weil das ist nur ein einfaches V-Tape, welches dann alles im Kreis dreht. So. Was haben wir hier denn sonst noch alles? Bäume, den Jumpscare, was ich vor kurzem vorgestellt habe, vom Mambo Jumbo ist der, ja. Und hier ein ganz einfacher Simple Lift und tausende Variationen von unterschiedlichen Duschen. Also das ist jetzt mal die Standard-Dusche. Hier ist, glaube ich, dasselbe. Ja, genau. Hier haben wir wieder ein Badezimmer. Ganz cool. Ganz einfach, ganz cool. Oh, jetzt wird schon wieder Nacht. So, machen wir das Ganze mal auf Tag. Ah ja, da habe ich mal versucht, dass ich eine Sauna anfange. Habe ich dann nie fertig gemacht, weil ich das ja dann live im Stream gemacht habe. Könnte ich eigentlich auch mal ein Tutorial dafür machen? Ah, hier haben wir eine kleine Shooting Range. Muss ich gleich wieder ausprobieren. Wieso habe ich jetzt eigentlich einen Kopf von mir selber auf? So, und okay, dann müssen wir eigentlich ausräumen zuerst vorher. Und komm, komm, komm! Komm. Ach Mist. Mann, bin ich schlecht im Zielen, wie ihr sehen könnt. Und jawohl, ein Punkt für mich. Nach tausenden verschossenen Sachen. Hier haben wir den klassischen Superschmelter. Das heißt, wir können hier jetzt unsere Sachen reinschmeißen, was wir schmelzen wollen. Was wäre denn das zum Beispiel? Eisen hier, ein Block. Leuchtet kurz auf, weil hier im Dropper jetzt nichts mehr drin ist, leuchtet es nicht mehr und der Ofen verarbeitet das Ganze. Ja, und dann landet es halt in der Kiste. Ist ganz einfach zu bauen, ist auch wieder gemacht worden von mir. Und ja. Hey, hier haben wir, ja genau, unser vier Gewinns, das erste Minispiel, was ich hier reingestellt habe. Ja, ist auch ziemlich einfach zu bauen. Ziemlich cool auch. Ja. Ah ja, die Schublade. Ganz klassisch. Mit derzeit nicht so wichtigen Items drinnen. Einfach eine Verzögerungsschaltung, dass das Ganze nach oben fährt und der muss halt dann richtig zurückziehen. Was haben wir denn hier? Unsere Lasertür.
Mensch, 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 die Folge wird heute lang hier, sehe ich schon kommen. Wir können einfach hier durchgehen und ja, geile Sache hier. Und was sehen wir hier? Ah ja, den Supersmelter wieder. Und das war, glaube ich, mal der Anfang von einem Tic-Tac-Toe, was ich geplant habe, wie es funktionieren soll. Ah ja, genau, einen riesigen Cobblestone-Generator, der ein bisschen schneller ist als der normale Standard halt. Weil der wird mit zwei Cobblestone-Generatoren sozusagen betrieben. Dadurch ist er ein bisschen schneller. Und hier haben wir das 50% Lager zum Erkennen, wie viele, ob wir sozusagen mehr als 50% drin haben. Das heißt, dann geht das an die Lampe und sobald es voll ist, geht die zweite an. War ein User Request, ist eigentlich eine ganz coole Schaltung geworden, muss ich sagen. Und ziemlich kompakt. Skalierbar und gefällt mir eigentlich auch ganz gut. So, hier haben wir wieder unser Schere-Steinpapier. Unterschiedliche und Gatter habe ich da jetzt mal verwendet. Die ganz klassische Kaktusfarm funktioniert komplett ohne Redstone. Ja. Was haben wir denn hier? Den Lift, den habe ich, ja, den habe ich da jetzt einfach mal hier reingebaut. Und das Wasser haben wir schon gesehen. Ah ja, genau. Ein Whirlpool, ein beheiztes Whirlpool, genau so war das. Und hier können wir das Ganze dann wieder ausschalten, das Feuer. Dann das Wasser wieder auslassen. Eine ganz coole Sache. Ist auch leicht zu bauen, habe ich auch mal in einem Video vorgestellt. Das heißt, hier geht das Ganze runter. Damit schalten wir dann in die Dropper hier. Mit dem das Wasser, nee, nicht das Wasser, das Feuer, glaube ich, wird da gedroppt, genau. Und dann brennt das einfach der Netherrack darunter. Und wenn es ausgeschaltet wird, zieht er ganz kurz durch die Pistons hier das herunter. Oder die ganze Zeit natürlich. So, boah, das ist so groß. Ich glaube, da schauen wir hier mal gleich weiter. Zu unserem Mähdrescher. Jawohl, den haben wir ja auch noch. Sobald wir hier jetzt mal schalten, dann sollte das Ding gleich losfahren und bam, 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 bam. Einer meiner Favoriten. So, und weiter geht's. Zu der Zuckerrohrfarm. Ja genau, die Kaminserie, die habe ich auch mal so gemacht. Hier kann man das Ganze so ausschalten, einen ausschalten. Ach, das ist ein anderer Kamin, den habe ich ja früher, den habe ich ja anders gebaut. Den habe ich dann hier so kompaktisiert. Sagen wir mal so, mir gefällt das sozusagen so auch gleich viel besser. Mit Glas. Ja, und was haben wir hier? Ah, das Kombinationsschloss. Ganz klassisch. Wenn wir nicht die richtige Kombi haben, dann geht das Ganze natürlich nicht auf. Die Brunnenschaltung, ich glaube, die funktioniert leider hier nicht. Die habe ich dann mal ein bisschen versaut gehabt. Was ist das? Ah, genau, versteckte Tür mit Redstone. Es geht erst auf, wenn wir hier einen Redstone-Block hinsetzen. Nicht Redstone-Block, sondern Redstone-Staub. Und hier haben wir einen User-Shop, wo wir Melonen reinschmeißen müssen. Nicht 64. Wie ihr sehen könnt, geht der halt jetzt nur bei einer Sache. Das heißt, hier, da habe ich es kaputt gemacht. Nicht, jetzt geht's, passt. Das wird alles dann reinsortiert in diesen Trichter. Jetzt schätze ich noch eine Truhe hin, das weiß ich nicht wieso weg. Aber jetzt ist sie wieder da. Perfekt. Und das Ganze müsste ich natürlich dann, damit der jetzt immer wieder richtig aufgeht, müsste ich einen Timer einbauen und das Ganze dann mit einem Timer realisieren. Das kann ich jetzt mal ganz kurz. Nee, das mache ich nicht jetzt, das mache ich vielleicht mal später. Wir fliegen jetzt weiter. Ah, hier haben wir einen riesen Supersmelter. Das heißt, wir schmeißen hier unsere Items rein, die geschmolzen werden sollen. Es wird auf alle verteilt und hier kommt dann das raus, was wir haben wollen. Was haben wir hier? Die Strandlaterne. Jawohl, das ist auch eine meiner Lieblingsschaltungen. Funktioniert ganz einfach. Die habe ich da ja sogar auf eine andere Art gebaut, wie ich mir das letztes gedacht habe. Naja, sieht nett aus. Vielleicht baue ich das im Server dann auch so um.
Was haben wir hier? Ja genau, hier haben wir unterschiedliche Timer-Schaltungen. Das war mal eine Ampelschaltung. Hier habe ich laute Blöcke verwendet, was nur in Mods vorhanden waren. Deshalb sind die jetzt alle weg. Naja. Was haben wir denn hier? Unser geheimes Lager. Jawohl, gefällt mir perfekt. Weiter geht's. Ein Schleimblockaufzug. Haha. Funktioniert ganz gut. Kann man lassen, vielleicht stelle ich das mal vor. Was haben wir denn hier noch alles? Die versteckte Treppe. Weitere versteckte Treppen. Die Popcornmaschine. Auch eine meiner Favoriten hier. Wenn ihr das seht, hier fliegt die ganze Zeit runter. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit fliegt das dann in die Truhe. Und ja, ist auch ziemlich nett, finde ich. Was war das? Oh, das war nur eine Schleimblocktür. Und nur mit Schleimblöcken. Das war eine Fehlkonstruktion. Und hier haben wir einen Lichtschalter. Ah, ja genau, hier war die Funktionalität. Jawohl. Ah, vielleicht stelle ich das auch mal vor. Ich weiß es noch nicht. Und hier haben wir ein fettes Torhaus. Torhaus. Passt auf zu. Geile Sache. Ja. Stelle ich auch sicher mal vor. Was haben wir hier? Was ist das? Ah, eine Treppe. Ohne Treppe. Okay, dann stellen wir hier mal einen Treppen hin. Die fehlen gerade irgendwie. Aber jetzt geht's, oder? Jawohl. Perfekt, funktioniert. Ja. Gut, ich habe mir schon gedacht, das wird dann nichts mehr. Passt. Hier haben wir eine stinknormale, langweilige Pistentür. Und hier vorne, oh, ich finde mich hier nicht zurecht ganz. Das ist immer irgendwie alles ein bisschen unterschiedlich. Ah, hier haben wir die ganzen Werkbänke, die versteckt werden können. Ja, nette Sache hier. Schon wieder Tag setzen. Und hier haben wir, jawoll, eine 3x3 Pistentür. Funktioniert ziemlich kompakt. Mir gefällt sie ganz gut und ja, kann man eigentlich lassen. Was haben wir hier? Ah ja, genau, das habe ich nie veröffentlicht, weil es nicht ganz zuverlässig funktioniert. Ich hüpfe hier runter und piu, 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 piu. Eigentlich ist es schon ziemlich geil. Vielleicht mache ich doch mal noch ein Video dazu, aber ja. Dann haben wir hier vorne ein paar. Was war denn das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mich da hinstellen? Da hinstellen? Ich weiß nicht. Hier hin? Okay, das war, glaube ich, ein Player-Launcher, der nicht ganz funktioniert. Aber der funktioniert. Jetzt verschießt uns hier einfach nach vorne. Das Ganze haben wir hier auch nochmal. Fliegen wir auch nach vorne. Und hier vorne haben wir auch einen, der uns einfach nach vorne schießt. Schießen sollte. Jawohl, jetzt geht's. Ah, perfekt. Und hier haben wir eine Falltür. Jawohl. Und natürlich haben wir hier noch ein nettes kleines Häuschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, also der Rundgang, der kleine. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst doch bitte ein Abo da und klickt die Glocke. Natürlich würde ich mich jetzt auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und einen Kommi da lässt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann!